Heute Abend, 18 Uhr, Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Heute Abend, 20.04.2018, 18 Uhr, Livestream. Pusch, ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute liebe Escation. Und wir beide möchten heute die neue Waffe ausprobieren, meine Freunde. Und zwar das Heavy Machine Gun Ding. Das LMS heißt es, glaube ich. Light Machine Sex. Ich weiß nicht, wofür steht das S? Let's Masturbate Schokolade. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall warten wir jetzt mal auf das Ding. Vielleicht finde ich es ja auch schon in der Lobby, Leute. Ich möchte es unbedingt mal ausprobieren. Denn die gab es ja auch schon damals bei Call of Duty und anderen Spielen, diese Waffe. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier performance-technisch niederschlagen wird. Ich habe absolut keine Ahnung. Findet man es in Kisten? Findet man es nur in Lootdrops? Findet man es überhaupt irgendwo? Welche Farbe hat es? Keine Ahnung. Wir spielen es einfach mal auf los, meine Freunde. Und hoffen das Beste. Und schauen einfach mal, was uns erwartet. Yay! Okay, Leute. Und ist es hier drin? Nein. Hä, du wirst jetzt nicht denken, dass du gleich auf den ersten Versuch diese Waffe kriegst. Warum nicht? Ja, weil ich das zu sagen habe. Jetzt Tobi. Beim nächsten findest du die. Ich hab die Waffe nicht. Ich auch noch nicht. Ja. Ich hab sie! So. Ich hab sie, ja, Mann! Oh, yeah! Im Blau sogar, Digga. Achtung! Tobi! Wow! Oh, Baby! Zeig mal her. Gott, bist du schön! Warte, 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 warte. Hört erstmal auf den Sound. Wow! Boah, das ist auch ein geiles Model. Die klingt mächtig. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das ein adäquates Replacement für eine AR? Ich gehe einfach mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Denn ich glaube, dass das Ding sprayt bis zum geht nicht mehr. Okay, es ist auf jeden Fall die AR-Munition, die da reingeht. Das war von Anfang an klar. Ich habe mir noch gar nicht genau angeguckt, wie viel Damage es macht. Ich weiß halt nur, also wir können jetzt mal gucken, wie lange das Nachladen dauert. Okay, das ist schon ziemlich krass, das Nachladen. Das dauert schon seine, keine Ahnung, 3-4 Sekunden. Die genauen Zeiten und Stats kann ich ja später nochmal runterraten, meine Freunde. Wie viel Damage das Ding macht und so weiter und so fort. Tobi, vorne ist noch eine grüne Shotgun, wenn du möchtest. Mann, ich will auch eine. Tobi, jetzt ist doch... Okay, komm, beruhig dich jetzt erstmal. Ich will auch eine. Aber gönn mir das doch einfach. Aber ich will auch eine. Tobi, wir gehen jetzt erstmal in die Zone. Boah, Leute, ich bin mal gespannt. Liebe ich diese Waffe oder hasse ich sie? Ich meine, beim Jagdgewehr, ich habe das Jagdgewehr anfangs verabscheut. Aber dann haben sie ein bisschen was getweakt und irgendwann, musste ich ganz ehrlich sagen, Leute, mit dem Jagdgewehr einen Headshot drücken auf eine lange Distanz. Ach, es ist schon lecker. Es macht schon Spaß auf jeden Fall. Oh, da vorne läuft jemand da. Echt, jetzt wo? Wo? Der großen Baum da hinten. Aber der ist ganz weit weg, der sieht uns nicht. Sollen wir den jagen? Jo. Lass mich den unbedingt damit abschießen, okay? Da oben rechts ein Mate, da oben rechts ein Mate dahinter. Am großen Baum jetzt rechts, N. Komm, bau dich hoch, bau dich hoch. Oh, ja, guck mal, die haben sich hier eingebaut. Da kannst du das jetzt abklatschen. Achtung! Boah. Oh, man trifft einfach gar nichts damit. Oh mein Gott, ist das unmöglich, damit was zu treffen, Tobi. Echt? Ich gehe jetzt mal Close Range damit. Oh nein, die haben eine Front. Nein. Oh, okay, ein Hit. Okay, okay, okay. Das war schon gar nicht so verkehrt. Hilfe! Warte, Tobi, ich muss nachladen. Nicht töten, nicht töten. Ja, ich hab beide jetzt. Die haben mich abgeschossen. Oh Mann, ich wollte sie aber unbedingt mit meiner Waffe umbringen. Ich hätte auch mit der Schrotflinte pushen können. Da hat jemand auf uns geschossen. Okay, man hat auf jeden Fall gesehen, Leute, der Spray ist akkurat groß, tatsächlich. Also man muss auf jeden Fall wirklich, ich glaube 75, aber ganz weit weg. Okay, meinst du, warte, ich treffe den auf die Distanz? Der hat mich auf jeden Fall schon gesehen. Nee, selbst mit der Waffe. Oder? Der erste Schuss ist ziemlich... Oh! Okay, das ist auf jeden Fall echt schwer, Alter. Wie war das kein Hit? Gerade zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe halt schon den 175 Damage gezogen und das hätte ich mit einer AR wahrscheinlich besser geschafft, weil das sprüht schon ziemlich umher. Und man muss natürlich dazu sagen, meine Freunde, das Ding ist jetzt in Blau. Dafür hat es nicht so viel Schaden gemacht. Also ich meine, ein Hit war 25 Damage, das ist gar nicht so wenig, ne? Das ist schon ordentlich. Bestimmt. Aber man muss dann natürlich erstmal Glück haben, damit zu treffen. Und was natürlich dazu kommt, meine Freunde, der Munitionswaste ist extrem groß. Ja, also man muss natürlich eine Menge verschießen. Klar kann ich das Ding auch so spielen. So, ich kann halt damit tappen, wie mit der Scar so ein bisschen. Ist halt die Frage, kommt man überhaupt dazu? Weil, wie gesagt, so schnell, also... Ja, es schießt schon ziemlich schnell, ne? Das schon, ja, aber ich weiß ja nicht. Ich denke auf Close Range, so, weißt du, kleine Border, Gegner baut sich über dich. Dann sprayst du zum Beispiel das Gebilde weg und dann sprayst du den Gegner so weg, wenn er vor dir steht. Naja, das auf jeden Fall. Quasi so eine AR, das Schöne ist halt, das Ding kommt schon mal mit 100 Schuss geladen. Das ist schon mal ganz geil. Also quasi ein volles Magazin. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Hinter uns Spieler. Zwei Stück hinten am Berg. Haben die uns gesehen? Ja. Ja, dich hat einer gesehen. Ja, well, dann bleiben wir wohl doch hier, wa? Ja, Er hat auch diese Waffe. Okay. Ich will mal gucken, Leute, Counter bilden so.
kann man diese Waffe auf jeden Fall echt schon ziemlich gut rechts tatsächlich. Am Stein, der ist ultra low, der Typ. Okay, Leute, wird das der erste Light Machine Gun Kill? Warte, 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 der kommt um vom Berg. Okay, das macht schon. Tappen macht damit schon Bock. Tappen macht damit richtig Bock. Ich hab nicht mehr viel Sniper Muni. Oh, der ist da oben. Links neben dir, baut sich. Er sind sie. Ja, Mann! Oh mein Gott, Alter! Dark. Alter, Tobi. Ja, not bad eigentlich, ne? Der ist schnell gestorben. Junge, der ist richtig down gegangen, Alter. Wo ist der? Hier, bei mir. Also der Typ, der ist auf dem Haus drin. 285. Hab ihn knocked? Okay, wir können pushen. Alter, fuck. Habt ihr einer down? Bam, Junge! Digga! Wollen wir den noch looten? Schaffen wir noch, oder? Ja. Alter, okay, Leute. Die Waffe macht schon extrem Bock. Close Range, raufrotzen und sonst tappen, Leute. Sonst auf jeden Fall tappen. Okay, da ganz hinten sind die. Zum Beispiel 75 ist da was gebaut worden. Take den Airdrop in, das ist ein Ziel. Die pushen zum Loot-Job. Ist halt fast unmöglich, die zu treffen, ne? Naja. Hab ihn gehittet mit der Waffe? Okay, die Accuracy ist schon gar nicht so verkehrt, Leute. Ich spiele jetzt erstmal primär ein bisschen mit der hier, Tobi. Ja, also zum Einreißen von Festungen und sowas ist das Ding geil, Alter. Ja, ich habe keinen Sniper-Schuss mehr. Noch einmal gehittet? Komm mit. Wir gehen gleich Border, bevor die da sind. Kommen die close oder was? Ja, die versuchen zumindest. Oh Gott. Oh, einer hat fast einen Head kassiert. Okay, wir müssen. Ja, jetzt schießen wir uns natürlich ab. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Bauen. Bauen wir einen Weltmeister, Tobi. Achtung, hier kommt einer. Ein Hit. Einer ist close. Sorry. Ich bin knocked. Warte, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Bau mich ein. Ja, lol. Ja, ich weiß nicht, die Rakete ist mal wieder über mich geflogen. Ich habe keine Ahnung, wie. Rasieren, Bro. Rasieren. Oh, gib ihm. Ja! Nice one, Digga. Nice, Mann. Okay, Leute. Erster Win mit der Waffe schon mal in der Tasche. Bevor sich jetzt irgendwer hier... okay. Na? Was machst du hier? Ich hab deinen Sieg abgewartet. Das ist gut bei dir, Digga? Ja. Den hast gerade gekommen, Leute. Okay, Tobi, spielen wir noch eine Runde, oder? Streamst du gerade? Nee, ich spiel mal auf. Hallo. Okay, Tobi, wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier, Bro. Ah, ja, ich weiß. Ich nehme hier oben mal die Trottelkiste, wo nie was bei rumkommt. Fuck, hier ist ein John Wick mit einer blauen Shotgun bei mir. Ich glaube, ich bin tot. Wenn ich jetzt keine Waffe finde, bin ich tot. Ich bin keine Waffe. Wo ist der? John Wick läuft gerade bei mir draußen rum. Hier bei mir, hinterm Haus. Komm, helft dir. Der ist oben im Haus jetzt. Lass den pushen, komm. Ich hab nur einen Revolver. Er ist unter mir, komm. Headshot. Er ist down. Lol. Warte. Sein Mate kommt. Er ist an mir vorbeigelaufen. Nein, bei mir. Hab ihn down. Ja, ich hab ihm 74. Alles gegeben. Alles gut. Ich nehme den. Da kommt noch einer. Absolut kein Leben mehr. Meinst du, ich schaff's? Ich hab grad auch ein Medipack durchgepumpt. Ah, ich sehe ihn da draußen. Jetzt auf dem LKW. Über uns. Nein, zwei Stück. Wo denn? Einer knockt. Ja. Oh, hast du beide down? Ja, ja. Nice, sehr gut. Da vorne läuft ein Spieler, der wird beschossen. Zwei Spieler, ja, direkt close. Du bist ganz weit weg von mir, du hast dich mit deinen Impulsen jetzt vorgehauen, ne? Hab ich nicht. Oh, ist so eine Kiste unter mir. Warte, ich hol mir erstmal die Kiste und dann pushen wir die beiden, okay? Wo sind die genau? Oh, eine goldene Scar Baby! Was? Eine goldene Scar Baby, hab ich gesagt. Achso, gut, danke, dass du wiederholt hast. Beobachte, es gibt die am Dach gebaut, das heißt, die wollen, glaube ich, hier einziehen. Kriegst du? Einer hat... Ich bin knockt, da finde ich mich, beeil dich, der ist super laut, Tobi, der kommt in die Ecke. Oh mein Gott, Alter. Hier, guck mal, ich habe 2 AP. Ja, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auf die Shotgun wechseln sollen. Irgendwie waren sie halt scheiße gut, ja, ich weiß, ich hätte auf die Shotgun wechseln sollen, Leute. Aber ich wollte unbedingt einen Scar-Kill haben, man kennt das, oder? Man kennt das. Da vorne ein Spieler, vor uns, läuft ins Haus. Soll ich schießen oder nicht? Ja, komm. Ja. Der alte Günther. Der Günther, ne? Knockt. Ich weiß nicht, wie ich ihn getroffen habe, weil ich ihn absolut nicht gesehen habe, aber er hat mich abgeschossen. Ich wäre fast gestorben. Sein Mate ist auch down. Oh, ein Chuck für mich. Ja, war das sein Mate auch noch? Ja, ja. Oh. Oh, hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Komm schon. Offenbare, was du in dir trägst, liebe Kiste. Oh. Nimm dir den großen Schildtrank, Bro. Komm schon. Okay. Vielleicht ist die Drop-Chance doch gar nicht so. Vielleicht hatten wir eben einfach nur extrem Glück. Ja, man muss sagen, die Waffen, die wir jetzt hatten bisher, sind halt einfach diese Standardwaffen. Ja, eine goldene Scar. Ich meine, man kennt das. Blaues Repetiergewehr. Ist schon Standardkram. Standard, ja. Schüsse links hinten, NO. Ja, die sind O, in dem Turm. 1, 2, 3 und los, komm. Die sind weg. Oh, hier, ich habe ihn gehört. Unter uns. Hier, hallo, hier. Hab ihn knockt. Nein, er hat sie auch nicht. Hier, doch. Oh. Okay, was lasse ich liegen? Oh.
Geil. Warte, ich will jemanden damit töten. Sein Mate. Hä, wo ist der Typ? Ist der offline gegangen vielleicht? Ist der disconnected? Nee, sind zwei. Da vorne laufen welche. Da ist ich. Komm, John Wick. Siehst du ihn? Ja, warte. Nee, haben sie noch nicht gesehen. Ein Hit. Oh, geil, Alter. Nein! 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 Alles gut, ich gönn's dir, aber ich hätte so gern gegen ihn. Ich gönn's mir gerade selber nicht. Ich hätte so gern noch ein paar Hits auf ihn gesetzt. Nein! Ich gönn's mir gerade. Goldenes Gar für dich, Tobi. Goldene Sniper. Das ist jetzt meine. Komm, ein Kill mit dieser Waffe muss noch drin sein. Ich will sie unbedingt schmecken. Ich will sie. Oben rechts, Nordwesten. Also 300 auf dem Berg. Ja, gut, das ist sehr weit weg. Okay, da oben, die schießt mich an, falls du noch nicht mitbekommen hast. Oh mein Gott, war das close, Alter. Der hat sich gerade im richtigen Moment runtergeduckt. Hast du gesehen? Ja, die schießen aber auch bei mir ziemlich close immer vorbei. Einer geht it, 110 Schaden. Boah, okay, er schießt. Alter, wie war das kein Headshot? Tobi, ich raff's nicht, Ich raff es nicht. Kommen die? Nein. Zieh mich mal hoch. Ja, sorry, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, Alter. Manchmal, lass uns hier den Berg hoch, oder? Ja. Au! Ich hab 38 HP. Unter uns zwei Spieler? Digga, ich hab 38 HP. Wo? Ah ja. Haben die dich gesehen? Ja. Ich knock mal einen kurz. Hab ihn knockt. Lol. Ich hab Jumped immer noch, ne? Schieß mir den Baum kaputt. Ja, genau. Schieß mir den Baum kaputt. Unter uns der Gegner. Wo? Der ist Klaus hier unter uns. Hier in. Okay, das ist schon krass, Leute. Das ist schon eine heftige Waffe. Oh mein Gott. Junge, ich hab 700 Schuss. Was willst du von mir, Digga? Aber pass auf nicht, dass uns hier jemand pusht. Ein Hit. Ja, da rein. Ja, zwei Hits von mir. Drei Hits. Warte, lass ihn mal. Down. Wollen wir Jumped hin oder wollen wir hier bleiben? Ich würde hier bleiben. Okay. Noch ein Hit. Ja, okay. 16 macht sie nur auf Range. Guck mal, da hinten ist der Solo. Ja, ich weiß. Der ist Ultralauf. Er hat kein Schild. Ja, dafür ist halt schon geil, Leute. Also wenn man sich das halt mal anguckt so, dafür ist die Waffe halt echt Porno. Und wie gesagt, wir spielen gerade wie die letzten Volltrottel. Ich will halt einfach nur diese Waffe ausprobieren. Das ist einfach nur der Hintergrund dieses Videos. Mehr will ich gar nicht. Ah, da, ich sehe ihn. Ich habe ihn getötet. John Wick ist bei mir. Der eine haut ab. Okay, ich habe ihn eliminiert. John Wick ist letzter. Ah, komm, Tobi, dann machen wir einen kurzen Prozess. Wo ist denn der? Weil, lass mich mit der Waffe mit ihm. Scheuchst du ihn auf? Ein Hit. Ich mache einen Ausgabe. Oh. Ja, ich wollte die Waffe ausprobieren. Das ist meine Strafe. Tobi, erledigen ganz kurz. Jump Pad rüber mit Shotgun. Gib ihm böse, Junge. Nice one, sehr gut. Okay, Leute, zwei Wins auf jeden Fall. Ich war nicht die große Unterstützung, weil ich mit dieser neuen Waffe rumspielen musste. Mein Fazit zu den Dingen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, sie ist OP, wenn man Close Combat jemand geht, Leute. Man steht vor dem Gegner, der Gegner hat eine Festung, man rotzt in die Festung rein. Der Gegner ist krankst down, wirklich. Ich glaube, in Tilted Towers kann das ein richtig leckeres Schnittchen werden, dieses Ding, meine Freunde. Das macht echt Bock, damit zu spielen. Ich kann euch nur herzlich empfehlen, dieses Ding auf jeden Fall mal auszuprobieren. Eine goldene Scar ist auf jeden Fall immer dreimal besser als dieser Kack. Kaufen, den wir da gerade gespielt haben. Aber an sich, meine Freunde, ich glaube, das OP in dieser Waffe steht dafür, dass ich einfach durch eine Wand durchrotzen kann und dann den Gegner dahinter easy wegholen kann. Denn das Ding hat eine Feuergeschwindigkeit, 100 Schuss, meine Freunde, und geht einfach extremst ab. Ich würde sagen, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Die ganzen Daten, die blenden wir euch hier nochmal ganz kurz ein zu der Waffe. Hier sind die Stats. Ihr seht das, meine Freunde. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, morgen, meine Freunde, gibt es eine Runde 50-50 Modus mit richtig schön viel Kills auf die Button, Leute. Ich würde sagen, das war's in diesem wunderschönen Video. Vielen Dank an Tobi für den kleinen Carry, damit ich mit der Waffe experimentieren konnte. Alles gut. Macht's gut, meine Freunde. Schaut bei Tobi vorbei. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!